Beim Weltall wird es jetzt richtig spannend. Denn ganz am Anfang haben wir gesehen, müssen Kräfte entstehen, muss überhaupt irgendetwas entstehen. Und diese Kräfte müssen dieses Irgendetwas in einer Weise zueinander führen, dass sich etwas verdichtet und daraus Sterne und Galaxien entstehen können und letztendlich auch ein Planet, auf dem Leben Ja, entsteht. aber der wirkliche Hammer ist doch, dass das Ganze passiert in einem expandierenden Universum. Ich meine, Ja. würde man doch nicht denken. Wo ist schon mal eine Bombe explodiert und dann entsteht spontan eine Tasse aus Meißner Porzellan? Im Universum ist sowas ja genau passiert. Also jetzt nicht die Tasse aus Meißner Porzellan, aber das ganze Ding fliegt auseinander und trotzdem und wider jeden gesunden Menschenverstand verdichtet sich die Materie im Weltall. Es ist fein abgestimmt, weil nicht nur, dass es sich verdichtet, sondern wenn es sich zu schnell verdichtet, dann macht das Universum einfach nur einmal kurz, zack, fertig. Es muss aber expandieren in einer Form, dass es nicht sofort wieder kollabieren kann, aber doch nicht zu schnell, sodass sich letztendlich überhaupt irgendwas noch verdichten kann. Also man könnte auf den Gedanken kommen, dieses Universum, in dem wir leben, hat geradezu salomonische Eigenschaften. Das hast du sehr schön erklärt. Sowohl als auch. Wohl aufgehoben fühlen wir uns in diesem Weltall. Schön. Es gibt eine Art Wohlwollen in dem Ganzen. Ja. Das Ja. Und mit diesem Wohlwollen sollten Sie auch unser Buch behandeln.